So. Ich mache jetzt erstmal all die auf von den Leuten, die ihr von YouTube oder Facebook kennt. Das hier ist von der lieben Evolana. Das kriege ich jedes Jahr jetzt, seit 17. Mal. Deswegen weiß ich, was es ist, aber ich freue mich trotzdem immer ganz doll darüber. Es ist nämlich, ja, ein Kalender. Und die malt ihre Kalender selber. Oh, diesmal sogar, letztes Mal war das einer in halb so groß. Und jetzt hat sie ihn sogar drucken lassen, so wie es aussieht. Da seht ihr das? Ich muss das mal eben hier umknicken. Dann seht ihr da mehr von. Jetzt ist es sogar ein Tischkalender. Früher war es einer zum Aufhängen. Ich finde Tischkalender fairerweise aber besser. Also der andere war auch zum Aufhängen. Und der halt, war halt auch ein Tischkalender, aber er fiel mir immer um. Deswegen musste ich ihn aufhängen. Das ist viel cooler. Guckt mal, wie schön der ist. Hat sie also alles selbst gemalt. Ihr könnt ihr bei Facebook folgen. Da kommen ihre Bilder besser zur Geltung. Also immer auch passend zur Jahreszeit. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und natürlich passend dazu einen Schickkartenkalender in Kakaokartenformat. Das ist schon meine vierte Kakaokarte und meine zweite von ihr. Ist es noch eine Kakaokarte, wenn hinten ein Kalender drauf ist? Man weiß es nicht, aber egal. Vielen Dank. Ja, ich bin garantiert schon über der Zeit oder fast, aber ich muss das eh zusammenschneiden. Deswegen ist das egal. So. Boah, ganz viele Krümel hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, das ist von der lieben Angelique. Ihr kennt sie alle. Erstmal Kekse. Sie hat extra für mich vegane Vanillekipferl gebacken. Ja, und sie hat doch meinen Artikel anscheinend gelesen, dass Pastafutter immer geht. Es ist gar nicht so schwer, Veganern was zu schenken. Und deswegen habe ich ja auch diese Liste gemacht und ich krümmel hier alles mit Keksen voll. Von der lieben Kurumi habe ich übrigens auch Kekse bekommen, die ich aber mehr oder weniger ausgepackt habe, weil ich den Karton an der Post stehen lassen musste, sonst hätte er nicht in meinen Rucksack gepasst. Die liebe Angelique macht immer so schöne Karten selber. Seht ihr das hier so? So mit 3D-Effekten und so. Zum Geburtstag habe ich eine mit Eulen bekommen. Die war auch sehr, sehr schön. Und ey, diese Kekskrümel überall. Das ist ein Spiel. Das ist bestimmt ein Wimmelbildspiel. Habe ich recht? Ich krieg nicht auf und habe keine Schere da. Das sind Engelchen. Den klebe ich mir mal hier ans Bild, an den Bildschirm. So. Der fällt bestimmt irgendwann runter. Aber bis dahin. Oder geht das so auf? Nee, natürlich nicht. So, mit Gewalt geht alles. La la la. Ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch, wie ihr vielleicht wisst. Aber manchmal. So, das kommt auf die andere Seite. Das ist kein Altpapier, aber super schönes Papier. Es sind Schneeflocken und es glitzert und ah. Und es ist Bundle Dire Grove und 13 Skull. Das zweite habe ich tatsächlich schon gespielt, aber Dire Grove noch nicht. Also machen wir das noch. Vielen Dank. Und was hat Angelique, du sollst nicht so viel kaufen. Echt nicht. Die Kekse hätten mir völlig gereicht. Da seht ihr mal, was ich für tolle Fans habe. Was ist das? Warum soll ich das nicht auf? Mausel, das nächste Mal nehmen wir eine Dose für die Kekse. Ich habe jetzt den ganzen Fußboden voller Kekskrümel. Macht aber nichts. Waren vorher schon genug. Ah, guck mal. Das ist auch selbst gemacht. Das ist so ein Teelichthalter. Und das Teelicht ist eklektisch. Kann man jetzt nicht so viel von sehen, weil es hell ist, aber sehr schön. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich habe mir übrigens zu Weihnachten zwei Videokassetten von Disney geschenkt. Ja, Videokassetten, dementsprechend natürlich gebraucht. Aber soweit ich weiß, sind beide noch nicht auf DVD erschienen. Und weil ich weiß, dass sie Disney-Sachen sammelt, wusste ich, sie kann das noch nicht haben.
Denn als diese Sachen erschienen sind, war die Gute noch gar nicht auf der Welt. So, das ist von der fantastischen Neko, die mir, obwohl ich erst vor 2 Wochen ein Plüsch-Neko-Giri bekommen habe, auch noch was zu Weihnachten geschenkt hat. Meine Liebe, du sollst das nicht machen. Naja, obwohl, ich halte dich jetzt nicht davon ab. Ne? Aber das ist alles nicht nötig. Das wisst ihr hoffentlich alle. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Sie sagt, sie ist die schlechteste Geschenkeinpackerin. Bist du nicht. Guck mal, das sieht doch gut aus. Jetzt mal sehen müssen, wie mein Arbeitskollege die Geschenke für seine Stiefkinder und seine Freundin eingepackt hat. Ey, der hat teilweise das Packpapier genommen, mit dem wir auf der Arbeit Akten einpacken. Und dann hat er einfach mit Edding irgendwas draufgeschrieben. Furchtbar, Männer. Ich habe 3-mal gefragt, soll ich dir helfen? Ja, so nein, nein, hat er übrigens gestern gemacht. Er war Montag einkaufen, hat gestern eingepackt auf der Arbeit. Und das denkt man, das ist diese Weiberkram, die ist nicht geeignet. Ich so, ich hab dich doch gefragt. Ach ja. Ah, Heißmilchschokolade, die ist sehr lecker. Vielen Dank. Und ich bin mir sehr sicher, dass das eine Infinity-Figur ist. Das fühlt man nämlich von der Verpackung her. Und ich hoffe, es ist eine von den beiden, von denen ich hoffe, dass es ist. Also ich habe ja so eine Infinity-Wunschliste. Und natürlich möchte ich alle haben, die da drauf sind. Aber so ein paar bestimmte möchte ich besonders gerne haben. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wir da... Ha, ich wusste es, auf derselben Wellenlänge sind und eher die dunklen Seiten bevorzugen. Jawohl, ich habe nämlich gedacht, das ist die oder Jack Skellington. Jack Skellington ist allerdings schwer zu bekommen, weil der aus der alten Serie und dementsprechend schon etwas älter ist. Den kriegt man, glaube ich, nur noch online. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Die werde ich direkt morgen ausprobieren, weil ich morgen den ganzen Tag nur zocken werde. Das wird so geil werden. Ja, vielen Dank. Du bekommst deinen später. Der erste Versuch wurde nichts. Ach, schön. So. Es sind noch 2 Stapel da. Das ist Stapel. Stapel sind es ja nicht. Einmal, das ist von einer Freundin von mir, die ihr jetzt nicht kennt, weil sie keinen YouTube-Kanal hat. Das ist von einem Freund. Von Ex-Freund, wenn ihr es genau wissen wollt. Und er sagt, sein Geschenk ist das Beste. Deswegen machen wir das zum Schluss. Es ist irgendwie ganz leicht. Und er hat es bei, ich glaube, Etsy bestellt. Also gehe ich mal davon aus, dass es was Selbstgemachtes. Vom Gewicht her muss es entweder ein Plüschtier sein oder ein Shirt oder ein Schal oder so, also so ein Kleidungsstück. Also ich bin nämlich sicher, dass das, was da drin ist, weich ist, weil der Karton ist sehr groß und wiegt trotzdem nichts. Hihi, so, ich habe hier einmal von der lieben, nennen wir sie Nachtrose, das ist ihr Online-Name, wenn auch nicht bei YouTube, weil sie keinen Kanal hat, einmal einen Super Mario Schlüsselanhänger bekommen. Sie liebt Super Mario, wobei ich glaube, Luigi mag sie lieber. Ich so klein, ich kriege das nicht auf. Ich habe ihr übrigens Silent Hill Downpour geschenkt. Und ein Blindfahrer? Ich kann mir keine nachdenken. Und wir stecken beide viel zu viel Geld in diese komischen Kapselautomaten. Das ist bestimmt was Süßes vom Bärchenladen, richtig? Jawohl, da. Es ist fairerweise Bienenwachs bei, da hat sie bestimmt nicht drauf geachtet. Aber ihr seht, ich habe Leute, die wenigstens darauf achten, dass keine Gelatine drin ist. Also, ich bin da nicht böse, wenn man da so ein bisschen daneben greift. Es ist nicht so einfach, das zu erkennen, ob da Bienenwachs oder Honig oder so drin ist. Aber wenn keine Gelatine drin ist, ist das schon mal gut. Nee, die Karte jetzt nicht, oder? Nee, die machen wir zum Schluss. Das ist so weich. Klamotten sein. Ja! Ich habe ihr erzählt, dass meine Meerschweinchen eine Hängematte bekommen haben. Normalerweise näht sie selber, aber ich denke, sie hat es in der Zeit nicht geschafft. Und deswegen hat sie eine gekauft. Och, ist sie süß! Passt die denn von der Länge her in mein Gestell? Ja, sollte passen. Vielleicht ein bisschen groß, muss ich mal gucken, weil zur Not wirklich das rum. Guckt mal, wie süß das ist. Ja, das ist eine Meerschweinchen-Hängematte für Meerschweinchen. Oh, so weich und flauschig. Ich hoffe, ich kann die ordentlich waschen, weil Meerschweinchen gerne darauf pinkeln, auf dem sie schlafen. So, ich freue mich immer, wenn die Leute auch an meine Tiere denken. Ich sag auch immer, wenn ihr nicht wisst, was ihr mir schenken könnt, schenkt mir Katzenfutter. Ich meine, das muss ich ja sowieso kaufen. Ja, meine Fellnasen gehen eh immer vorne. Was ist das? Oh.
Ist eine Taschenlampe? Das wäre super. Ich finde nämlich gerne mal das Schloss nicht und ich mache nicht gerne nur um nur um in die Tür zu kommen, Licht an, weil unser Flurlicht ist immer voll lange an. Das ist meiner Meinung nach Stromverschwendung. Wir haben auch so behinderte Nachbarn, die das anmachen, wenn es draußen taghell ist. Hui! Blenden! Sehr hell, sehr gut. Sowas habe ich noch gebraucht. Ich weiß, meine Liebe, du siehst das nicht, aber ich sage trotzdem vielen Dank. Und oh, voll die niedliche Karte. Ich weiß, sie sagt, ich will keine Karten. Ich werfe die immer weg, aber freut mich trotzdem. Ja, wir wünschen uns immer das Gleiche. Wir haben heute auch schon geschrieben. Sie hat gesagt, es wären bei ihr ruhige Weihnachten mit den engsten Verwandten. Jetzt kommt aber ihre Familie ist ziemlich groß, kommt die Hälfte der ganzen Familie. Und ja, das ist auch gut, dass ich ihr Silent Hill Downpour geschenkt habe. Dann kann sie der Welt so ein bisschen entfliehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ich bin auch gespannt, wie lange ich schon aufnehme. Wie ist denn dein Schuhkarton? Aber es sind wohl keine Schuhe. Nein, er hat sich letztens Schuhe gekauft. Haha, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Da, guckt sie euch an. Da, Dark Alessa. Also, die Alessa-Version gegen die Heather auf dem Pferdekarussell kämpft. Oh, und guckt mal, kann man das nie aufmachen, kann man das nicht. Aber guckt mal, wie detailreich hier sind die, ist eine Stulpe mit der Armbanduhr. Und die Weste und die ganzen Blutflecken und die Augen und oh, man kann hier unter dem Rock, guckt mal, sogar hier auf dem Bein ist noch Blut. Oh, die kommt da oben nach zu Robbie. Der ist zwar doppelt so groß, aber in dem Spiel ist es ja eigentlich auch so, dass die Robbie-Figuren viel größer sind. Ja, ich glaube, er hat recht, das ist das coolste Geschenk. Vor allem, zumindest das Specialste. Kann man das so sagen? Most special, most special. Wenn wir das schon Englisch machen, Englisch machen, dann richtig. So, vielen lieben Dank an all die Leute, die mir was geschenkt haben. Vielen lieben Dank an all die Leute, die einfach nur an mich gedacht haben und mir so frohe Weihnachten gewünscht haben. Ich freue mich über alles, was ich von euch bekomme, zu hören kriege, was auch immer. Und ich hoffe, dass die, denen ich was geschenkt habe, sich darüber gefreut haben. Und liebe Neko, wie gesagt, deines kommt noch. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt, da du mir was geschickt hast, fühle ich mich noch schlechter. Deswegen, ich werde daran arbeiten. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, ich muss dann am 5. wieder arbeiten. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und ja, ich werde jetzt weiter streamen und dann gibt es noch allerlei Türchen-Videos. Ich denke aber, die meisten kommen erst morgen. Eins werde ich vielleicht gleich noch schneiden während des Streams irgendwie. Ja, weiß ich nicht, kriege ich hin. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Jahr. Also, ich mache natürlich zwischendrin auch was, ne? Aber ein Weihnachtsvideo gibt es jetzt erstmal nicht. Tschüss.